Endlich keine Stirnkopfschmerzen mehr durch Entspannungsimpulse. Wenn du an der Stirn immer wieder Kopfschmerzen hast, es zieht dir alles zusammen, du merkst einfach, der Schmerz ist fast nicht mehr auszuhalten, breitet sich aus über den Kopf, dann willst du schnellstmöglich Hilfe. Und die meisten greifen zu ein paar Hausmitteln, die sie kennen, die sie mal gehört haben, dass sie irgendwie gut sein können. Und es ist auch erstmal gut, denn man probiert einfach mal was und das ist erstmal nicht schädlich. Nur die meisten Dinge führen nicht zu dem Erfolg, den du dir wünschst. Was kannst du machen, was die meisten dann auch probieren? Die meisten versuchen es mit Kälte, mal einen nassen, kalten Waschlappen oder ein Eis hier drauflegen. Führt aber leider dazu, dass es erstens an der falschen Stelle ist und zweitens, dass die Gefäße sich zusammenziehen, was erstmal gut ist. Das reduziert für kurze Zeit den Schmerz. Aber dann hinterher dehnen die sich umso weiter aus. Du hast hier noch mehr Durchblutung hier drin und auf einmal nimmst du den Schmerz verstärkt wahr. Zum nächsten kann es sein, du sagst, ich probiere es mal mit Pfefferminzöl. Trag es hier auf die Stirn, reibt das ein. Pfefferminzöl hat die Wirkung, dass es sehr erfrischend ist, dass es beruhigend wirkt, hat aber leider auch die Wirkung, dass es hier, wenn du hier die Schmerzen hast, auch an der falschen Stelle angewendet wird und deswegen nicht den gewünschten Effekt erzielen kann. Das Gleiche gilt so ein bisschen für die ganzen Massagetechniken, die du jetzt hier an der Stirn machen kannst. Auch die geben erstmal den Muskulatur mehr Durchblutung, mehr Entspannung. Nur ist es jetzt hier in dieser Gegend so, dass wir relativ wenige Muskeln haben, die überhaupt für diesen Stirnkopfschmerz verantwortlich sind. Weil hier vorne sind es nicht die Muskeln. Hier vorne hast du Gesichtsmuskeln liegen, die neigen aber nicht dazu, dir so heftige Schmerzen zu machen, dass du nicht mehr kannst. Was kannst du noch probieren? Ja, klassisch natürlich Schmerzmittel. Ibuprofen, Paracetamol, was es alles gibt, kannst du natürlich machen. Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Es ist halt eher nur ein Symptom, was du damit bekämpfst und kurze Zeit lahmlegst und hinterher merkst, dass es natürlich dann andere Nebenwirkungen hat, wenn du es immer wieder nehmen würdest. Also jetzt ist hier die Frage, was kann man denn tun? Natürlich kann man vieles tun und sollte man auch, denn diese Stirnkopfschmerzen sind sehr anstrengend. Sie kommen daher, dass es Muskeln gibt, die sich auf einmal sehr heftig und sehr intensiv verspannen. Diese Muskeln sitzen aber nicht hier auf der Stirn, sondern die sitzen im gesamten Nackenbereich. Es gibt welche, die haben den Ausstrahlungsort die Stirn. Wenn du verschiedene Impulse setzt auf diese Muskeln durch verschiedene Methoden, kannst du sie in der gesamten Verspannung in dem Tonus, in ihrer Grundspannung herabsetzen und dann strahlen sie nicht aus, dann haben sie nicht dieses Ziel hier, dir auf der Stirn immer wieder rasende Schmerzen zu machen, sondern sie sind zum ersten Mal gut beweglich, gut durchblutet und nicht verspannt. Und genau das können wir dir natürlich zeigen, wie du zu diesen Entspannungsimpulsen kommst und welche Muskeln auch dafür verantwortlich sind. Melde dich gerne dazu an. In einem kostenlosen Beratungsgespräch hören wir uns mal deine Situation an, deiner Stirnkopfschmerzen und schauen, wie können wir dir konkret die Schritte an die Hand geben, um die richtigen Impulse reinzuleiten und nicht ewig mit verschiedenen Maßnahmen beschäftigt zu sein, die sowieso nichts bringen. Klick also hier auf den Link und melde dich zum Beratungsgespräch an und ich freue mich, von dir zu hören.